meine Lieben, willkommen zum neuen Foothall, diesmal XXL, glaube ich, Version. Wir waren im Rewe, wir waren im Netto, wir waren im Aldi und wir waren im Kaufland, wie immer. Genau, ich habe auch ein bisschen Coupon gemacht, das sage ich aber extra dazu. Bei uns gibt es morgen Raclette, das heißt, wir haben jede Menge dafür eingekauft. Genau. Ein bisschen Raketen haben wir gekauft, also ein bisschen Schießen. Marco hat nochmal 10 Stück gekauft. Also dazu nochmal 10 Pakete. Der findet das immer total toll. Also ich jetzt nicht so unbedingt, ich musste das jetzt nicht haben, aber das muss jeder selber wissen. Und wir haben hier nochmal so ein Wachsgießen einmal mitgenommen. Genau. Dann haben wir hier einmal so eine Creme für morgen mitgenommen. Das mag ich ganz gern zum Baguette. Da gab es so einen Stand und das war echt lecker. Dann habe ich hier 2x50%. Also der eine ist unten noch. Statt 59, glaube ich, 39 Cent gezahlt. Da habe ich mir gedacht, ich tausche die aus. Und 2 normale dann noch. Genau. Dann haben wir Glückskekse für morgen. 2x Tomaten. Dann habe ich einen Raclette-Käse mitgenommen. Den gab es für 1,99 im Kaufland. Bei mir ist Raclette-Käse ein Muss. Ich liebe den. Hier einmal Salami vom Aldi. Also das ist vom Aldi. Die Salami. Vom Aldi habe ich Putenbrustfilet 2x mitgenommen. Dann nächstes Jahr geht es wieder weiter mit Weight Watchers. Kochschinken vom Aldi. Marco hat sich vom Kaufland hier so einen Flammkuchen mitgenommen. Das ist wieder der Preis. Genau. Dann habe ich vom Kaufland vegetarische Wurst wieder mitgenommen. Mit buntem Pfeffer und Mortadella. Marco hat sich Exquisia mitgenommen. Hier ist so ein Gewürz, das brauchen wir dann mal für ein Rezept. Für morgen vom Aldi 2x Käseofen. Einmal würzig, einmal mild. Vom Aldi Pilze, denn es gab keine mehr im Kaufland. Dann jede Menge Fleisch. Einmal frisches Fondue vom Schwein. Rind. Hier, das brauchen wir für ein Rezept. Hähnchen, Minutenschnitzel. Das, oh nein, das hatte schon ein Loch. Ich hoffe, das wird schon bis morgen gehen. Putengeschnetzeltes, das möchte ich noch klein schneiden, weil es gab kein Putenfondue oder Putenraclette. Und ich mag nur Pute. Ich mag Hähnchen nicht so gern. Dann hier einmal so Hackbällchen oder Fleischbällchen. Dann hier einmal für morgen Kirsch und Paprika gefüllt. Auch fürs Raclette Mini-Wiener. 3x Salami gab es auch im Angebot bei Kaufland. 3x Kochschinken fürs Raclette, also fürs unten drunter halt. 2x Paprika haben wir beim Rewe gekauft. Gab es im Angebot. Eine Gurke, eine Zucchini. Dann habe ich hier die unteren vom Rewe gekauft. Die gab es im Angebot. Einmal Kokos, einmal Schoko. Und die da gab es im Kaufland. Die wollte ich mal probieren. Für 64 Cent. Ja, das ist mit Apfel, Hafer und hier einmal Birne, Sonnenblumenkerne, genau. Einmal Karotten vom Rewe, einmal Babymilch, einmal Katzenfutter. Hier habe ich nochmal Eier mitgenommen. Lea hat sich eine neue Brot, beziehungsweise ich habe für die Lea eine neue Brotdose gekauft. Die haben wir mitgenommen, weil die total glitzert und ich finde die süß. Genau, einmal vom Kaufland, ja, ich mache jetzt mal hier weiter. Für Liam hier seine Gerichte, Rigatoni, Gemüse geschnetzeltes, Sternchennudeln. Genau, hier einmal so ein, was ist denn das, Flammkuchen, der war auch 50% günstiger. Dann habe ich Gefrierbeutel mitgenommen. Die sage ich euch gleich, für was ich die brauche. Hier habe ich vom Kaufland meine allerliebste Schokolade mitgenommen. Ich liebe die und die war reduziert. Ja, musste mit. Ich liebe die, ist so lecker. Dann passierte Tomaten. Dann 50% gab es auf Weihnachtslind.
habe ich die da mitgenommen. Die da mitgenommen. Die habe ich allerdings nur mitgenommen, weil da auch Vanille dabei ist. Und Vanille ist auch so ober lecker. Und dann habe ich noch so eine Mischung mitgenommen, weil da ist Nukat auch dabei. Und ich liebe diese Nukat-Lindschokolade. Wer liebt die auch? So. Zweimal Gemüsebrühe. Dann für morgen fürs Raclette haben wir so einen Hirtenkäse-Snack mitgenommen. Einmal mit Chili und Tomaten. Einmal Mais für morgen. Zweimal Soße. Ich mag diese Currysoße ganz gerne. Einmal hier Barbecue-Soße. Käse, Schmelzkäse. Nochmal ein Gericht mit Gulasch. Ist hier so eine Lasagne. Das mache ich mir heute Abend. Das hat sehr, sehr wenig Punkte und ist so, so, so lecker. Iglo Schlemmerfilet mit Tomatenmozzarella. Ich liebe die. Joghurt Milch. Dann für morgen Chips Ungarisch Sour Cream. Und die da, die sind auch sehr, sehr lecker. Dann geht's weiter. Habe ich hier einen Müller mit der Ecke Joghurt mitgenommen. Kriege ich 1 Cent Zucker Plus auf Rebatte. Dann einmal Tomatenketchup, dann nehmen wir das Leichte. Marco hat sich so ein Geschenkset gekauft. Die gibt es auch jetzt für 50% günstiger im Kaufland. Da war noch ein Deo dabei, das hat er allerdings im Auto gelassen. Einmal das hier. Und einmal das hier. Und da war das Deo eben dazu. Ich weiß nicht, was ist. 3,50 oder 4,50. Also auf jeden Fall 50% günstiger. So. Dann habe ich hier Back und Knack mitgenommen. Die gibt es für. Lass mich überlegen. 89 Cent, glaube ich, im Angebot. Einmal hier so Brötchen, Zimtschnecken, Croissants. Da habe ich ein paar mitgenommen. Ich habe 7 oder 8 Croissants eingelöst. Die werde ich aufmachen, in Gefrierbeutel rein und dann einfrieren. Und ich habe, wie gesagt, 2 Stück gekauft und den 70 Cent Croissant eingelöst. Also ich habe ganz gut gespart und meine Kinder essen gerne Croissants und ich mag das. Man kann auch hier so Brötchen auspacken. Finde ich ganz guter Preis. Und hier habe ich noch 2 so Soßen, fruchtig, keine Ahnung. Und hier einmal Zigeuner. Dann habe ich 2 Speisemagerquark mitgenommen. Gab es auch ein Angebot, muss ich 2 mitnehmen. Für die Kinder, Robby, Bubble. 1 Sack Kartoffeln für Kartoffelsalat. Ein Toast. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich weiß gar nicht, was wir ausgegeben haben. Jede Menge. Ich hoffe, euch hat der Foodhaul gefallen und ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.